Hallo zusammen und guten Tag. Ein kleines Roadmovie ist das geworden. Eigentlich wollten wir euch nur die Ochsenbauchbucht zeigen. Das ist ein Naturphänomen an der Westküste des Peloponnes. Wir sind auf dem Campingplatz gar nicht so weit davon entfernt, ungefähr eine halbe Stunde. Bevor wir euch die Bilder zeigen, noch ein paar Infos für Womo-Fahrer. Also es gibt zwei Anfahrtsmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, von Süden aus zu kommen. Da fährt man über eine lange Landzunge, wo man auch schöne Badeplätze für Wohnmobile hat. Da kann man sich hinstellen, ist teilweise ein bisschen sandig, aber sehr schön. Der Nachteil da ist, wer nicht so gut zu Fuß unterwegs ist, der muss einen längeren Fußweg, so 10, 20 Minuten, in Kauf nehmen, ehe er dann da in der Ochsenbauchbucht ist. Man kann aber auch von Norden her kommen, also wenn man von Patras runterkommt, da kann man ja quasi bis zur Ochsenbauchbucht fahren. Da gibt es einen sandigen Parkplatz und eine relativ enge Zufahrtsstraße. Wir waren ja am 6. Oktober da und ja, es ist sehr, sehr voll, auch noch im Oktober. Und ich denke, wenn man da in der Hochsaison hinkommt, könnte man mit dem Wohnmobil, wenn man denn mit dem Wohnmobil dorthin fährt, Probleme bekommen, einen Parkplatz zu finden. Denn der ist nicht allzu groß. Der war, wie gesagt, ihr seht das ja auch in den Bildern, da schon so gut wie belegt. Dann sind wir dort an den Strand gegangen, sind aber nicht allzu lange geblieben, weil wir sehr überrascht waren, dass es da noch so voll war. Und das eigentliche Naturspektakel ist ja, wenn man diese Bucht aus der Luft sieht oder man bereit ist, dann irgendwo auf einen Hügel rechts oder links zu steigen. Die Möglichkeit gibt es ja. Dann hat man diesen spektakulären Blick und sieht diese, ja, fast geschlossen runde Bucht, nur mit einem kleinen Zugang zum Meer hinten raus. Wir sind dann schnell gefahren und weshalb daraus dann so ein kleines Roadmovie geworden ist, das seht ihr nicht. Also wir sind hier an der Bucht und ja, die Parkplatzsituation ist hier nicht rosig. Die parken hier also schon am Wegrand und der Parkplatz, der hier zur Verfügung steht, der reicht vielleicht noch jetzt im Oktober in der Nachsaison, aber in der Hauptsaison dürfte das sehr, sehr eng werden. Und da haben wir sie, die Ochsenbauchbucht. Jetzt im Oktober bisher noch keinen Ort erlebt, wo noch am Strand so viele Menschen unterwegs sind, aber diese Bucht ist eben ein großer Anziehungspunkt. Ja. Hallo, ich wollte nur sagen, dass wir jetzt am Ein- bzw. Ausgang Ochsenbauchbucht stehen, ja, und auf der Flucht sind. Naja. Weil es hier nicht schön ist, sondern es ist ziemlich voll und dadurch ist der Strand für uns mit der Lotta nicht so entspannt. Ja, und ich denke, zum Baden gibt es viele schönere Plätze. Wenn man hier unten steht oder liegt oder sitzt oder schwimmt oder was auch immer, dann, ja, man sieht das schon, dass das so eine fast runde Bucht ist. Und naja, ich sag mal so, wenn man jetzt hier die Hügel hochklettert und da hinten ist auch eine Burg, eine kleine Festungsanlage, aber das können wir mit der Lotta nicht machen, dann hat man natürlich diesen sensationell schönen, dieses schöne Naturschauspiel, ja, ist es ja auch. Eigentlich, ne, sollte man hier seine Wanderstöcke packen, ja, und vielleicht, genau, auch noch das Fahrrad mitnehmen, genau, und hier durchwandern. Absolut. Dann kann man auch mal zwischendurch ins Wasser springen, aber so, für einen schönen Strandtag ist es einfach so voll. Und von oben hast du dann natürlich dieses Naturschauspiel. Du guckst im Internet die vielen tollen Aufnahmen, gehst hier an den Strand und siehst, oh, das ist ja nur ein runder Strand. Aber das Spektakel, das Spektakulöse, Das Naturschauspiel, das habt ihr von oben. Und dafür müsst ihr dann ein bisschen schwitzen, je nachdem. Und da hinten auf die Festung klettern oder da hinten auf einen anderen Hügel. Ne? So, Ochsenbauchbucht. Und hier an der Seite führt jetzt ein Sandweg bis oben auf die Felsen. Und von da, denke ich, hat man wirklich diesen spektakulären Blick auf die Ochsenbauchbucht. Ja, wir fahren jetzt also einfach weiter. Mal gucken, wo es uns noch hin verschlägt. Und das soll jetzt eben nicht die letzte Station gewesen sein. Und wir gucken mal, was sich da als Alternative jetzt noch anbietet.
Also, wir zeigen euch jetzt die Ergebnisse von unserem blinde Kuh-Spiel. Von dem Spiel, wohin die Nase uns führt und der Wind hintreibt. Schalten das Navi aus, schmeißen die Landkarten weg und gucken einfach, was uns am Straßenrand so begegnet und was passiert. Und das ist eben heute so ein Tag. Wenn man hier durch das Hinterland fährt, dann ist das oft nicht so wirklich attraktiv, weil es sieht über viele, viele Kilometer so aus wie hier. Monokulturen von Olivenbäumen und da fährt man ewig lange dran vorbei. Olivenbäume, soweit das Auge reicht. Mein Gott, jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Oliven herkommen. Gut geht. Okay. Was ist das hier? Ja, das ist doch mal was. Ja. Das sieht ja mal cool aus. Da sollte man mal gerade gucken gehen, oder? Mhm. So, erste Station auf unserer, wohin der Wind uns weht und die Nase uns treibt, ist eine orthodoxe Kirche. Tja, was ist das für eine Frucht bzw. eine Blüte? Hätte ich mal besser im Biologieunterricht aufgepasst, oder? Heike hat es gerade herausgefunden. Internet klappt wieder. Ist eine immergrüne Magnolie. Ist majestätisch und prächtig. Majestätisch und prächtig. Und edel, so wie ich. Oder? Jetzt sag nichts Falsches. Sag lieber jetzt mal nichts. Du sagst erst mal nix. Ja. Kann das ein Grab sein? Nee, ne? Oder? Das müsste man griechisch können. Oh. Ob das jetzt eine Sackgasse ist? Und ob das hier noch weitergeht? So wie wir jetzt. Im Nirvana. Mit dem Meer im Hintergrund, wenn man genau guckt. Ja, stimmt. Ah, wir müssen jetzt rechts hochfahren. Ah, so, doch, es geht noch weiter, siehst du? Rechts geht es wieder weiter. Aber trotzdem müssen wir wahrscheinlich wieder umfahren, weil hier der Ort ist kein Durchgangsort, sondern, ja, gut, dass wir nicht mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Hatte ich das schon gesagt? Nee. Ja. Aber ich habe es jetzt schon laufend gedacht. Ja. Aber dann hätten wir das hier ja auch nicht gemacht. Das wären wir jedenfalls nicht hier hingefahren. Dafür haben wir uns ja dann auch mal so ein kleines Auto ausgeliehen, um mal irgendwo hinzufahren. Da könnte es aber, links könnte aber Durchgang sein. So, und jetzt gucken wir mal, ob es hier vielleicht weitergeht. Ja. Hier haben wir, glaube ich, bessere Chancen, oder? Ja. Oder auch nicht, ne? Weil die Leute haben aber hier oben immerhin Wohnungen mit Meerblick, ne? Ja. Müssen wir gleich mal gucken. Hundibärchen liegt auf der Straße. Achtung, jetzt machen wir mal Stopp um den Meerblick. Nee, das ist hier so ein bisschen mehr. Wir hätten gerne mehr Meer, nicht nur so ein bisschen. Hallo Hundibär. Ja. Meine Güte. Hier geht's weiter. Jetzt haben wir aber mehr Blick. Oh. Und Wahnsinn. Es geht weiter. Ja, Heike ist der Geist des Olivenbaumes. Also interessant finde ich ja, dass der Olivenbaum trotzdem da überlebt, obwohl der in der Mitte ganz hohl ist. Der wird dann quasi über die Seitenstränge da versorgt. Thank you.
Ja, dann sagen wir, nach dem Teilerfolg in der Ochsenbachbucht und unserer einfach so durch die Gegendfahrzeit, sagen wir tschüss. Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Und lasst uns bloß ein Like da oder ein Abo, sonst kommt der Thomas und schmeißt euch Oliven hinterher.